Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich schon wieder und heute möchte ich mit euch eine Box machen und zwar diese Magic Box hier. Wenn man den Deckel nach unten schiebt, dann verschließt sich oben der Deckel. Zack, da ist er zu. Am Anfang hackt das manchmal ein bisschen, aber wenn man es ein paar Mal auf und zu gemacht hat, dann geht es. Ja, da passt eine süße Kleinigkeit hinein. Und da wir schon Produkte zeigen dürfen, die wir mit den neuen Stampin' Up! Produkten gemacht haben, habe ich aus einem neuen Set auch schon etwas davon benutzt. Ich finde dieses Set total süß und habe da so ein paar Teile halt rausgenommen. Also einmal einen Stempel mit Hab dich tierisch lieb und großes Dankeschön. Und hier unten dieses süße Känguru, was dann hier noch so ein Koala-Bär in seiner Tasche hat. Ja, ich finde das super, super niedlich und dieses Designerpapier finde ich passt auch super dazu. Das ist noch eins aus dem Jahreshauptkatalog 17/18. Ja, und genau, diese Box möchte ich jetzt auf jeden Fall mit euch basteln. Sie ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Es gibt nur einen Moment, wo es ein bisschen knifflig wird und wo man aufpassen muss. Okay, als erstes brauchen wir natürlich das Schneidebrett. Na, wo ist mein Papier? Farbkarton Flüsterweiß DIN A4 reicht. Dann habe ich hier mein liebstes Papier und zwar ist das das Babyglück. Das habt ihr schon in einem anderen Video von mir gesehen, aber ich liebe das total. Das brauchen wir. Und ja, natürlich Falzbein, bisschen Kleber. Ja, und das war es auch erstmal schon. Wir beginnen mit dem Zuschneiden des Papiers. Und zwar brauchen wir, das sind jetzt hier Inch-Angaben, ich werde aber unten auch die Zentimetermaße mit hineinschreiben. So, wir brauchen als erstes 8,5 Inch. Zack. Und auf der anderen Seite muss das Ganze 8 Inch groß sein. Und ich fange auch mit den 8,5 Inch an mit Schneiden und mache dann weiter mit den 8, weil wir gleich auf dieser Seite auch weitermachen mit dem Falzen. Dazu drehe ich mir das Schneidebrett gerade mal rum. Und zwar falzen wir als erstes bei 2 Inch. Dann bei 5 Inch, also wohl bemerkt auf der 8 Inch Seite. Dann falzen wir noch einmal bei 6 Inch und zu guter Letzt bei 7. So, dann drehen wir uns das Ganze um auf die Seite, wo die 8,5 Inch sind und falzen wieder bei 2 Inch. Dann bei 4, bei 6 und hier als letztes bei 8 Inch. So, okay. Jetzt legen wir es einmal kurz beiseite. Wir brauchen es aber gleich nochmal. Und zwar beginnen wir jetzt als erstes, indem wir uns unsere Klebelaschen zurechtschneiden. Und zwar brauchen wir eine Klebelasche hier. Ihr seht, ich schneide die gleich schräg ab. Ja, genau, da habe ich, oder? Habe ich schon den ersten Fehler gemacht? Egal. Also,
Nochmal, wir brauchen eine Klebelasche hier. Diese Klebelasche hier war falsch. Wir brauchen die hier außen. Und zwar hier und hier. Und diese beiden Teile werden komplett rausgeschnitten. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ich schneide hier unten das Stück noch ab und dann zeige ich es euch nochmal. Ich weiß auch nicht, wie gut ihr die Falzlinien erkennen könnt. Also, wir haben hier die Falzlinien mit den schmaleren und hier sind die breiteren. Also das wird quasi später der Körper und das wird der Boden. Das hier sind die Klebelaschen für die Seite und hier werden wir diesen Mechanismus zaubern. Und das hier oben wird quasi unser Deckel. Okay, jetzt nehme ich mir das Ganze und falze mir das. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr guten Farbkarton nehmt, weil ich das gleich in beide Richtungen einmal falze. Ich klappe mir das hier jetzt nur um und ziehe das jetzt mal nicht mit dem Falzbein nach. So, und dann nehme ich mir das Ganze und klappe das alles nochmal in die andere Richtung. So, als nächstes schneiden wir uns hier unten den Boden ein und zwar an allen drei Falzlinien, immer bis zu dieser Falzlinie, wo sich die beiden treffen. Einfach in der Mitte der Falzlinie einmal bis hier nach unten. Na, komm. Ja, also. So, das haben wir. Und jetzt kommt der Trick. Und zwar nehmen wir jetzt diese schmale Klebelasche hier, nicht an der ersten Falz, sondern an der zweiten und klappen uns das einmal so nach hinten. Und ich ziehe mir das jetzt hier mit dem Falzbein einmal fest zu. Und jetzt muss das Ganze, wenn ihr es in der Hand habt, so aussehen. Also hier habt ihr diese Klebelasche und die andere Klebelasche verschwindet hier hinten hinter. Und so, wie wir das jetzt haben, nehmen wir uns nochmal unser Falzbrett und dann müssen wir genau an dieser Linie hier uns ein paar Markierungen setzen. Und zwar machen wir das einmal, also hier oben habt ihr die Klebelasche und hier unten dann eben ja der Boden und den Body und den Deckel oder beziehungsweise den Mechanismus und legen uns das Ganze jetzt einmal an bei einem Inch und dann nehme ich mir das Ding hier und mache mir hier nur so eine ganz kleine Markierung und für euch, damit ihr das vielleicht gleich besser seht, werde ich hier einmal mit dem Bleistift auch noch mal so eine ganz kleine Markierung machen. Als zweites bei 3 Inch, das kann man sich gut merken, weil man hier immer die ungeraden Zahlen braucht. So, ja, normalerweise mache ich, wie gesagt, die Markierungen mit dem, damit ich das später nicht wieder wegradieren muss. Ja, so demnach, dass ich ja gesagt habe, immer die halben Zahlen sind es dann 5 Inch und zu guter Letzt dann bei 7. So, für euch hier nochmal den Strich, ne? So, da ist er. Und wie gesagt, zuletzt nochmal bei 7. So, und immer nur so eine ganz kleine Markierung, damit ihr gleich gut seht, was ihr machen müsst. So, jetzt kann das Schneide- und Falzbrett wirklich an die Seite. Und jetzt hoffe ich, dass ihr das gut sehen könnt, haben wir hier 4 Markierungen. Und bei diesen Markierungen müssen wir immer von der Markierung bis unten zur Ecke runterschneiden. Hier genauso. Und dann hier das Teil auch noch rausschneiden, dass hier quasi so ein Dreieck entsteht. Ich fange jetzt mal hier unten an, weil das auch am einfachsten ist. Also quasi bei der letzten Falz, die wir gezogen haben. Dann gehe ich hier an diese Markierung und schneide hier wirklich genau bis in die Ecke hinein. Und dann hier einmal runter, so dass ich eben dieses Dreieck habe. Und so mache ich das auch noch bei den anderen beiden. Immer von der Markierung bis zur Ecke und hier wieder entlang. So, und die letzte Markierung. So,
So. Na komm, so, das haben wir. Wenn ihr das jetzt aufklappt, dann sieht das Ganze so aus. Ja, und jetzt kommt theoretisch auch schon das Knifflige. Und jetzt muss ich selbst auch noch mal kurz gucken. Genau, das schaut mich hier an. Achso, dann werde ich die beiden Sachen hier noch mal knicken. So, dieses hier knicke ich um. Und dann nehme ich mir, einen Moment, ich muss selbst gerade kurz überlegen, genau so rum. Also das klappen wir hier rein und das hier rum. Es muss so vor euch liegen. Die Klebelasche packe ich nach oben, weil das für mich besser funktioniert. Dann muss ich es aber so rumdrehen, genau. Also dieses Teil hier nochmal nach hinten klappen. Das Teil hier ist ganz, ganz wichtig, muss offen bleiben. Dann nehme ich mir die Klebelasche und klebe mir die hier rum. Drücke die mir nochmal fest, dass die mir hier auch wirklich liegen bleibt. Das hier knicke ich mir auch nochmal um, dass es auch wirklich liegen bleibt. So. Und dann nehme ich mir meinen Kleber, mache mir hier oben ein bisschen Kleber drauf. So. Und jetzt ist es wirklich wichtig, achtet darauf, dass ihr das hier oben einmal umgeklappt habt. Ansonsten funktioniert es nachher nicht. So, und jetzt nehme ich das einfach hier in der Mitte und klappe es mir einmal nach oben hoch und klebe somit das Teilchen zu. Gehe hier ordentlich mit meinem Spatel drüber und schon haben wir hier diesen Body. Was wir als nächstes machen, ich sehe gerade, ich bin hier doch ein bisschen rüber gerutscht. Ach Mensch. Immer dieser Vorführeffekt, wenn man was zeigen möchte. Ne? Ach, Glück gehabt, ist nochmal aufgegangen. Man kann sich noch so viel Mühe geben und vorsichtig sein und versuchen, alles ordentlich zu machen. Wenn man was zeigen will, geht immer was schief. Also bei mir zumindest. So, ich mache das jetzt so, dass ich es mir hier so dran lege und hier genau drauf drücke. Damit mir das gleich nicht nochmal passiert. So, geschafft. Okay, und jetzt haben wir die Schachtel so. Sie sieht jetzt so aus. Und jetzt kleben wir als nächstes unten den Boden. Dafür knicke ich mir erstmal alle vier Teile ein bisschen zurück. Nehme mir einen, packe den nach unten und mache mir da ein bisschen Kleber drauf. Da muss jetzt nicht ganz so viel sein. Das ist jetzt einfach nur zur Stabilisierung. Bei dem zweiten mache ich das genauso. Da muss auch noch nicht ganz so viel drauf. Zack. So, und bei dem letzten, da gucke ich jetzt, dass ich es wirklich ein bisschen ordentlicher mache mit dem Kleber und da gut alles verklebe. Also überall an den Rand gut Kleber vor allem mache, aber auch in der Mitte. So, und klappe mir das Ganze um und schiebe mir das schön zurecht, dass es auch wirklich schön gerade wird. Dann drehe ich mir das Ganze um, mache meinen Kleber hier nochmal fest und gehe mit meinem Kleber hier rein und drücke mir das nochmal ordentlich fest. So, und jetzt müsst ihr seht schon, jetzt funktioniert hier schon dieser Zauber, ihr müsst jetzt das Teil nach unten klappen und ihr seht, dass hier so ein bisschen Spiel ist. Ihr klappt das also nach unten, dass es sich schön verschließt und dann macht ihr die Klappe noch einmal ein bisschen raus. So, macht hier ein bisschen Kleber drauf, nicht zu viel, sonst süfft es euch so dolle raus. Das hochklappen nach unten und jetzt schiebt ihr euch das alles schön zusammen, dass es zwar gut zu ist, aber dass es noch genug Spiel hat, damit der Deckel eben auch gut auf und zu geht. Dann klemmt es nicht so. Ja, und das war jetzt auch schon der ganze Zauber dieser Kiste. Ich lasse das hier noch mal einen ganz kleinen Moment trocknen, damit mir das nicht wieder aufgeht. Während das trocknet, zeige ich euch einmal, ich habe hier vorbereitet zweimal Mattung und dann eben meine Deko. Einmal so und einmal so. Die Maße dazu sind hier, gerade noch mal nachschauen. Genau, 1 Inch 3 Viertel, also 1 3/4 Inch mal 1 3/4 Inch. Und bei dem hier sind es
1/7 mal 1/7 Inch. Das ist, was da drauf kommt. Bei dem kleinen haben wir 1/7 mal 7/8 und hier ist es 1/3 mal 3/4. Ich schreibe euch das aber unten noch mal rein. Also falls ich jetzt hier irgendwas falsch abgelesen habe oder so, verlasst euch nicht auf das, was ich sage, sondern auf das, was ihr unten seht. Ich schreibe es euch unten rein. So, ich schaue mal, ob es jetzt schon trocken genug ist. Jawohl, es ist trocken genug. Es funktioniert super. So, jetzt kann man es super schön auf- und zuschieben. Und wie gesagt, wenn man es nach oben schiebt, dann geht eben dieser Deckel auf automatisch. Und man kann dort, ja, also wenn ich jetzt die Flasche hier reinstelle, ja, so bis zur Schrift, also etwa diese Größe hier passt hinein. Also da kann man schon eine süße Kleinigkeit einpacken. So, okay. Dann ja, können wir anfangen mit dem Dekorieren. Und zwar klebe ich dafür, nehme ich mir meine Teilchen und klebe die hier einfach immer übereinander. So, und dann eben jeweils auf jede Seite ein so ein Teil. Okay, ihr Lieben, ich werde jetzt die alle vier einmal zusammenkleben. Und wenn ich die alle zusammen habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe alle Teile aufeinander geklebt. Und jetzt kommen die natürlich ringsrum auf diesen Kasten. Und das mache ich jetzt auch wieder schnell alleine. Und wir sehen uns gleich, wenn das fertig ist. So, meine Lieben, ich habe alle Seiten beklebt. Ich habe das übrigens mit Absicht gemacht, dass ich hier die Streifen so lang gemacht habe und hier so, weil Längsstreifen machen ja schlank, also länger. Und wenn die Streifen so breit gehen, dann macht es eben auch breiter. Und ich finde, optisch sieht es dann auch wirklich so aus, als wenn der Deckel größer wäre. Und das hier halt ein bisschen wirkt halt ein bisschen länger. Deswegen habe ich das mit Absicht gemacht. So, und dann habe ich ja noch diese Teile hier gemacht und dafür habe ich benutzt diese Handstanze hier, die habe ich zweimal ausgestanzt, habe mir dann meine Stempel genommen, diesen Stempel hier, habe den koloriert, da habe ich übrigens das Papier aus dem Action genommen und zwar diesen Block hier, den ich beim letzten Haul gezeigt habe und ich bin echt zufrieden damit, also ich muss wirklich sagen, dass das gut geht mit dem Kolorieren. Also ihr seht ja auch hier das Ergebnis. Ich habe das mit den Stampin' Up Kissen gemacht. Einmal mit diesem, mit, also das ist Wildleder mit Savanne und die Nasen habe ich mit Puderrosa gemacht. Ja, und ich finde, das geht wirklich super. Mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Ihr könnt natürlich da jetzt drauf stempeln, was ihr wollt. Ich habe für diesen Dings hier habe ich so einen kleinen Streifen mir einfach zurechtgeschnitten. Da ist noch der Rest davon. Und habe das einfach hier hinten dran geklebt. Und den hier habe ich einfach mit Dimensions festgeklebt. Ja, und fertig ist meine Box. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht und ihr findet diese kleine süße Box genauso bezaubernd wie ich. Für mich ist der Name berechtigt, Magic Box. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Tutorial und macht's noch gut. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.